Einer aus Serranos neuem Squad. Der Clown? Ich würde mal sagen, er ist der Endgegner, oder? Ja, erster Endgegner. Oder? Final Echo. Die Elite. Die Elite hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, oder? Die Gerüchte sind wahr. Final Echo setzt tatsächlich Peitschen ein. Ich dachte, instinktgedämpfte Waffen seien illegal. Das verstehe ich auch. Sie auch. Probieren wir das Ding mal aus. Verflucht. Ich kann fühlen, wie das Ding mit dir redet. Ganz toll, Boss. Freut mich echt für dich. Und jetzt mach dich nützlich und reiß den Deckel von dieser Büchse auf. Cool. Verdammt heiß. Schnapp dir eine der Fusionszellen. Echt? Danke, dass du mich, Schwachkopf, daran erinnerst, warum wir eigentlich hier draußen sind. Können wir nicht einfach wieder zurückgehen? Nicht. Mhm. Führe die Liebe, Abschaum! Nochmal? Achso. Ein Psychopathen-Smoothie. Ach, und wir sind keine. Die Arsch und die Beine in die Hand. Wir müssen los. Boah, so eine Peitsche im Alltag wäre auch extrem geil eigentlich. Aber wenn man nicht rankommt. Lecker. Was? Drücke. Boom, die gehen an der Peitsche. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Wow, wow, wow. Und wie, Bruder? Jeden Abend. Und da spritzt es. Also das Blut jetzt. Scheiße, Mann. Ach, einen dritten kann man auch dann noch. Hui. Kann man durch die Wand. Und in den Kopf. Super. Ach ja. So. Ach, sind wir schon wieder da? Das ging auch schnell. Wir sind ja hier, entspann dich. Also manchmal bin ich echt verpeilt. Es gibt nicht viele, für die ich das hier tun würde. Muss ich denn hin? Doc kriegt den wieder hin, Rel. Du wirst schon sehen. Das ging ja wirklich schnell. Wo denn? Achso. Und jetzt raus hier. Ich muss eine Million Neurotransmitter Bio schweißen, Idioten. Ja, das mache ich nach dem Frühstück locker. Prozedur wird durchgeführt. Prozedur wird durchgeführt. Der Winter wird schon fast einweisen. Beeil dich, Doc. Wir kriegen Besuch. Och nee. Ist doch nicht cool. Kann man da nichts machen? Ja, dieses scheiß Sicherheitsglas, ey. Nein! Oh, fuck. Ihr Biatch!
verfickten Schwanzlöcher! Oh, verdammt! Was geht's los? Ja, Jump White. Och nee. Nein. Great. Ishi. Ishi. Alter. Die Zeit mit dem Spaß gemacht. Schieß mich. Och Mann, muss ich wirklich? Ja, das war das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah ne. Erster Akt, Kapitel 1. Genau wie in guten alten Zeiten. Ja, das fängt ja alles schon mal gut an, ey. Boah, aber der Ishi scheint ja ganz gut drauf zu sein. Hilf mir. Oder auch nicht. Bitte. Der Schmerz. Ishi. Gott sei Dank, du lebst. Gott ist irrelevant. Bitte, gib mir irgendwas geschieht. Hör mir zu, Ishi. Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Doc musste dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helf dir. Du willst mir helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Tut dir leid? Ishi, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Das darfst du nicht zulassen. Ich werde dich töten, Gray. Kein logischer Grund spricht dagegen. Das ist eine Final Echo Instinct Peitsche. Ja. Ja. Der Kommunikationskanal. Und öffne ihn. Schalt das Mikro ab. Wiederhole. Alle Final Echo Überlebenden Positionen melden. Niska, hier ist Serrano. Ich bin am Leben, hänge aber auf einem verdammten Hoteldach fest. Jetzt beweg deinen hübschen Arsch. Einheimische sammeln sich hier und ich sitze in der Scheiße. Alle anderen Echo Überlebenden auf Tracker umschalten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano. Die Kakerlake lebt noch. Das ändert die Lage, Ishi. Selbst wenn du diesen Hurensohn nicht umbringen willst, werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die Kleine, folgen ihr zu Serrano und... Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Ich weiß ja, wie dringend du mir helfen willst. Klar, natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishi. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe, stirbt auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. So sieht's aus. Die Energiezelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade, bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben, südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Wie in guten alten Zeiten. Ja, ich glaube, jetzt geht's richtig los. Hat man eigentlich eine Lebensanzeige oder ist das wie bei Call of Duty? Hoppala. Bazinga! Bleib wachsam.
Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Sind die Schmerzen erträglich? Nein, sind sie nicht. Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Rippchen. Ich werde dich hier rausbringen, Ishi. Sieht schon geil aus. Vor allem das ganze Grün gefällt mir sehr gut. Also hier mal Urlaub zu machen, das ist ein Traum.